Einen schönen guten Tag und willkommen zu ZDF heute live. Ja, es ist ein Wettrennen der Milliardäre und es geht um nichts Geringeres als um die Eroberung des Weltraums zu kommerziellen Zwecken, könnte man sagen, als Geschäftsmodell. Und dieses Rennen wollen insgesamt mehrere Herrschaften für sich entscheiden. Da wären die Personen Elon Musk, Chef von Tesla und SpaceX, dann der Amazon-Gründer Jeff Bezos, beide aus den USA, und der britische Milliardär Richard Branson. Ja, und der ist der erste von den dreien, der es jetzt tatsächlich wohl schaffen wird, in den Weltraum zu fliegen. Er ist nämlich heute dran. Genau, und wenn der Flug auch insgesamt nicht länger als eine Stunde dauern soll oder eine gute Stunde, ist das doch alles sehr spannend und wir sind, wie gesagt, live für euch dabei, sowohl beim Start in New Mexico in wenigen Minuten als auch dann beim Flug selbst, und wir wollen das Geschehen natürlich dann für euch einordnen. Fragen und Kommentare wie immer gerne an die bekannte Adresse. Kurz zu unseren Gesprächspartnern. Vor Ort ist meine Kollegin Nina Niebergall, mit der werden wir auch gleich sprechen. Und außerdem haben wir auch hochkarätiges Fachpersonal dann an Bord, nämlich den ehemaligen Astronauten aus Österreich Franz Fieböck und in wenigen Minuten auch die deutsche Luft- und Raumfahrtexpertin Claudia Kessler, die uns dann alle wirklich kompetent nochmal auch Details zum Flug und zu den ganzen technischen Voraussetzungen beispielsweise, die es dafür ja auch gibt, dann erläutern können. Jetzt fangen wir mal an mit Nina Niebergall, meiner Kollegin, die in New Mexico am Weltraumbahnhof für uns steht. Da ist sie schon, da sehe ich sie. Und auch Herrn Fieber kann ich schon sehen. Hallo, also erstmal Nina, grüß dich. Vielleicht beschreibst du uns mal ganz kurz die Szene. Was passiert da bei dir? Ja, genau. Ich stehe hier tatsächlich direkt vor dem Spaceport America, wo Richard Branson gleich ins Weltall fliegen möchte. Hier liegt tatsächlich ein bisschen Anspannung jetzt langsam in der Luft. Vorhin gab es hier hinter mir, sind die Astronauten sozusagen, also man nennt es Astronauts Walk, natürlich sind es eigentlich normale Menschen, aber die sind da Richtung Flugzeug gelaufen und jetzt soll es gleich losgehen. Nina, wer ist denn außer Branson noch dabei? Insgesamt sind es ja 6 Personen. Wer sind die anderen? Genau, also Branson höchst selbst ist an Bord, 3 seiner MitarbeiterInnen und 2 Piloten natürlich, die das Flugzeug und später das Space Shuttle dann steuern werden. Genau, also zu den technischen Details, wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns gleich auch nochmal einen Film an. Vielleicht jetzt gerade nochmal ganz kurz, weil es eben auch ganz aktuelle Bilder sind. Der sogenannte Astronauts Walk, also wie die Astronauten dann sozusagen sich dem Raumschiff oder dem Flugzeug erstmal nähern. Das sehen wir hier. Da haben wir Richard Branson, 70 Jahre, Abenteurer, Unternehmer und eben auch Gründer von Virgin Galactic, dem Unternehmen, das ihn jetzt sein eigenes ins All befördert. Da gibt es nochmal ein Bussi mit Vertrauten. Genau, also das ist natürlich ein spannender Moment und da würde ich gerne auch nochmal unseren Experten, Herrn Fieböck, mit in die Runde holen. Herr Fieböck, Sie sind der einzige, wenn ich es richtig gelesen habe, Astronaut aus Österreich bislang. Das tut jetzt weniger zur Sache, aber Sie sind Österreicher trotzdem. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz erklären, was geht denn in diesen letzten Minuten wohl vor so einem Start den Leuten durch den Kopf, den Astronauten? Ja, viel. Also volle Anspannung natürlich und ich glaube, die meisten sind da in einem ich sage einmal, Funktionsmodus angespannt wie vor einer schweren Prüfung. Und da hat man einen Prozedere, das macht man durch. Bei uns war es ein bisschen anders. Ich bin mit einer Soyuz-Rakete gestartet, aber im Prinzip ist da volle Anspannung, bis man dann im Cockpit sozusagen drinnen ist. Und da hat man vorher viele Mal im Simulator geübt, was man da machen muss. Und ich nehme an, bei den Kollegen, die jetzt bereits im Raumschiff oder im Flugzeug sind, wird es genauso sein. Ist das so, also muss man sich das vorstellen, dass man dann für sich komplett im Tunnel ist oder redet man da auch noch mit den Kollegen, die ja mit einem dann an Bord gehen? Naja, also bei uns ist es so, wir haben auch einen Raumanzug angehabt. Ich nehme an, die Kollegen haben das Gleiche. Das ist ein Anzug, der einem im Fall eines Verschwindens der Atmosphäre schützt. Also wenn irgendein Loch im Cockpit entsteht und die Atmosphäre entweicht. Man ist aber über Funk verbunden und man redet natürlich mit den Kollegen, genauso wie mit der Bodenstation, und hat dauernd eigentlich Funkverbindung.
Also Austausch ist schon gewährleistet. Jetzt vielleicht die Frage auch, die sich unsere Zuschauer stellen. Wie läuft dieser Flug insgesamt ab? Ich habe es gerade gesagt, es dauert gar nicht viel länger als eine Stunde. Aber ein paar Details dazu wären dann vielleicht doch noch auch ganz interessant. Und mein Kollege Christian Volk hat sich damit noch mal etwas genauer beschäftigt. In den ersten Minuten wird der Raketenstart in New Mexico heute eher wie ein normaler Flugzeugstart aussehen. Hier Bilder von einem der Testflüge. Um Treibstoff zu sparen, bringt ein Trägerflugzeug das Raumschiff auf 15 Kilometer Höhe. Erst von dort startet das Raumschiff durch mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, also etwa 3700 Kilometer pro Stunde. Insgesamt erreicht das Raumschiff knapp 90 Kilometer Höhe. Von dort werden Branson und seine Crew etwa 5 Minuten schwerelos sein. Branson selbst hat sich ganz unbescheiden den Titel Astronaut 001 verliehen. Astronaut 001, Richard Branson. Neben dem Milliardär sind 2 Piloten und 3 Angestellte an Bord. Danach geht es wieder zurück in Richtung Erde. Durch die Flügel kann das Raumschiff wie ein Flugzeug gleiten und landen. Insgesamt soll der Flug etwa 1,5 bis 2 Stunden dauern. Also könnte auch ein bisschen länger gehen, 1,5 bis 2 Stunden. Je nachdem. Uns zugeschaltet ist außerdem Claudia Kessler. Sie ist Expertin für Luft- und Raumfahrttechnik. Einen ganz schönen Tag an Sie auch und schön, dass Sie bei uns sind. Was ist für Sie als Expertin jetzt die Besonderheit an diesem Flug? Man stellt sich ja vielleicht als Laie da so einen Raketenstart vor. Das ist es ja nun nicht. Wie kann man sich das heute beschreiben oder wie ordnen Sie das ein? Ja, das Spannende ist natürlich, dass es erstmal mit dem Flugzeug gestartet wird und dann erst in 15 Kilometer Höhe ungefähr die Rakete zündet. Das ist einzigartig bisher als Startsystem in der Form und natürlich auch unheimlich spannend. Natürlich einige Male, viele Male getestet worden vorher, aber jetzt wirklich als ersten richtigen Flug unheimlich spannend und läutet ja auch eine neue Ära der Raumfahrt ein, indem damit ja wirklich dann die kommerzielle Raumfahrt richtig losgehen wird. Ja, über diese ganzen Aspekte, was das bedeutet, dass jetzt eben da besonders zahlungskräftige Menschen sich auch privat engagieren, werden wir dann auch noch sprechen. Aber vielleicht kurz an Sie die Frage, wären Sie jetzt auch gerne dabei in diesem Flugzeug? Ja, auf jeden Fall. Es war immer schon mein Kindheitstraum, selbst Astronautin zu werden. Und wenn mich Richard Branson angerufen hätte und gesagt hätte, willst du mitfliegen, ich hätte sofort Ja gesagt. Ja, das wird jetzt heute noch nicht klappen, aber wie gesagt, die Herren und überhaupt die ganze Industrie arbeitet daran, dass das in Zukunft dann auch für Privatpersonen zu halbwegs erschwinglichen Preisen möglich wird. Das ist momentan noch nicht der Fall. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück nach New Mexico zu Nina Niebergall. Nina, wie ist eigentlich dieses ganze Projekt dort aufgenommen worden? Waren alle rundum begeistert darüber, dass es das dort gibt oder gab es da auch kritische Stimmen? Viel Begeisterung, durchaus. Also ich habe hier am Spaceport vorhin mit einer Frau gesprochen, die vor 17 Jahren sich schon ein Ticket gekauft hat für $200.000. Und sie sagt im Grunde, das Kleine war immer ein Kindheitstraum von ihr und sie hat sogar eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, damit sie sich das leisten konnte. Also diese Leute sind natürlich sehr, sehr begeistert. Ich habe aber gestern hier in New Mexico, in dem Ort, der hier in der Nähe ist, auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, so, naja, das kostet natürlich alles ganz schön viel Geld. Das sind alles Milliardäre, die hier in den Weltraum fliegen wollen. Und man könnte mit dem Geld auch was anderes machen. Dieser Spaceport hier hinter mir, der wurde beispielsweise auch mit Steuergeldern finanziert. Den hat nämlich der Gouverneur von New Mexico damals angestoßen. Also durchaus auch die Kritik, kann man mit dem Geld nicht was anderes machen. Ja, also die Frage stellt sich natürlich, kann man mit dem Geld auch was anderes anfangen? Wir bitten, die schlechte Ton- und Bildqualität zu entschuldigen. Von Nina war jetzt nur ein Standbild zu sehen. Das liegt daran, dass die Leitungen ziemlich überlastet sind. Sie können sich vorstellen, da ist die Hölle los. Die ganze Welt schaut auf dieses Spektakel und darunter leidet dann ein wenig die Technik. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, es gibt derzeit einen regelrechten Wettlauf der Milliardäre. Aber es ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu fragen, warum gibt es eigentlich diesen Wettlauf und was bezwecken die Personen damit? Mehr dazu auch nochmal von Christian Volk. Rund 50 Jahre nach der Mondlandung von Apollo 11 gibt es einen neuen Hype um den Weltraum. Diesmal geht es weniger um Forschung, es geht vor allem um Geld und neue Geschäftsmodelle.
für Milliardäre wie Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Es ist ein Wettrennen. Beide wollen in den Weltraum und beide wollen in Zukunft ihr Geld mit Weltraumtourismus verdienen, so schnell wie möglich. Branson will heute, Bezos in 9 Tagen fliegen. Doch es gibt Unterschiede. Branson wird eine Höhe von maximal 90 Kilometer erreichen. Bezos fliegt höher. Seine Raumkapsel soll auf 106 Kilometer steigen. Zum Vergleich, die internationale Raumstation ISS fliegt auf 400 Kilometer Höhe. Die Fluggeräte der beiden sind wiederverwendbar, aber auch hier gibt es Unterschiede. Bransons Rakete startet von einem Flugzeug aus 15 Kilometer Höhe, er braucht 2 Piloten. Bei Bezos dagegen funktioniert alles automatisch, ohne Piloten, er startet vom Boden aus. Und dann gibt es neben Branson und Bezos auch noch einen dritten Milliardär im Wettrennen, Tesla-Chef Elon Musk. Sein Unternehmen SpaceX bringt seit etwa einem Jahr NASA-Astronauten zur ISS. Ab September sollen auch Touristen mit SpaceX fliegen und 3 Tage lang auf einer Höhe von 540 Kilometern um die Erde kreisen. Musk will sogar noch höher hinaus. 2023 will er Touristen zum Mond fliegen. Da geht es dann schon bis zum Mond. Das sind also wirklich ambitionierte Pläne. Wir wollen uns vielleicht gerade mal ein Foto anschauen, das heute Richard Branson getwittert hat. Und da ist er zu sehen mit Elon Musk. Und er schreibt, dass er sich freut auf den großen Tag, der ihm da bevorsteht. Und dass es ein schönes Gefühl ist, den mit Freunden zu verbringen. Ja, das kann man sich, wenn man jetzt sich dieses Foto anschaut, richtig vorstellen. Offenbar gab es da eine Übernachtungsparty? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ist Elon Musk, der also auch große Pläne hat, wie wir gerade gehört haben, offenbar auch mit Branson befreundet und drückt ihm jetzt die Daumen. Ist jedenfalls persönlich auch anwesend. Claudia Kessler nochmal. Wir hatten gesprochen über Reisen in den Weltraum als Geschäftsmodell. Das war das Thema des Beitrags gerade. Wie klingt das so in Ihren Ohren? Ja, ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht. Ich habe schon vor 30 Jahren die Idee mit mir rumgetragen, dass man endlich auch kommerzielle Flüge ins All anbieten sollte. Und das ist ja bei vielen Entwicklungen so, dass dann natürlich erstmal die Millionäre, die Milliardäre anfangen und es sich leisten können, dass dann aber auch die Preise runtergehen und es natürlich auch für mehr Menschen möglich ist, ins All zu fliegen. Ja. Und mir persönlich geht es da einfach darum, das kann der Herr Fiebeck sicher besser beschreiben, dass man mal diesen Überview-Blick hat, diesen Blick vom All auf die Erde und damit dann auch ein ganz anderes Verständnis für die Probleme hier unten auf der Erde. Genau, also mit diesen Ausflügen ins Weltall, da ist offenbar durchaus Geld zu verdienen. Zu diesem Schluss kam auch zumindest die Schweizer Bank UBS. Sie hat veröffentlicht einen Bericht, wonach Reisen in den Weltraum bis zum Jahr 2030 einen Markt im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar darstellen könnten. Bislang, Sie haben es auch gerade noch mal angesprochen, können sich das nur sehr reiche Menschen leisten. Unter anderem Leonardo DiCaprio und Katy Perry, also 2 Popstars, sollen schon reserviert haben. Alles eine Frage der Zeit, bis es dann billiger wird. Wie ist da Ihre Einschätzung? Momentan 250.000 Dollar für ein Ticket, das ist ja schon recht happig. Ja, das ist schon noch sehr teuer, aber Richard Branson, ich habe heute Morgen gelesen, dass das Ziel ist, auf 40.000 Euro pro Ticket runterzukommen. Und ich sage mal, das ist dann schon durchaus die Überlegung, kaufe ich mir ein Auto oder kaufe ich mir ein Ticket ins All? Und da würde ich definitiv das Ticket ins All nehmen. Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere Leute, die denken wie Sie und die auch sagen, naja, das wäre halt vielleicht einfach nochmal was ganz Besonderes. Inwieweit könnte denn die Raumfahrt insgesamt profitieren jetzt von diesem Engagement von privater Seite? Also was Tempo, was Dynamik, vielleicht auch was Nachhaltigkeit angeht? Ja, was Tempo angeht, kommt da natürlich ganz neuer Schwung in die Raumfahrt. Es wird ja durchaus aus Wissenschaft betrieben auf diesen kommerziellen Flügen. Das heißt, auch für die Forschung, für die Wissenschaft gibt es einfach viel, viel mehr Flugmöglichkeiten. Und es wird auf lange Sicht einfach dazu führen, dass insgesamt die Startkosten von Starts ins All, von Raketenstarts günstiger werden. Vor allem, wenn wiederverwendbare Systeme wie Virgin Galactic, wie die wiederverwendbaren SpaceX-Raketen gestartet werden, die dann natürlich auch nachhaltiger sind, weil sie einfach öfter verwendet werden können.
Ich gucke gerade noch mal hier in unsere Kommentare auch rein. Stammuniversum über YouTube schreibt, 80 Kilometer sind wirklich lächerlich, findet er oder sie. Hat mit Weltall nichts zu tun. Weltall, das sind Lichtjahre. Was sagen denn die beiden Experten zu dieser Meinung? Ja, also offiziell, es gibt zwei Definitionen fürs Weltall. Früher gab es die Kármán-Linie, das sind 100 Kilometer. Und in den USA gab es aber schon lange die 50-Meilen-Definition, das heißt, das sind ungefähr 80, 88 Kilometer. Und dann ist man einfach schon so, ja, so aus der Atmosphäre draußen und man kann die Erde schon wirklich in der ganzen Schönheit, in der Krümmung sehen, sodass das auch als weltweit als Weltraum definiert wurde, als der Beginn des Weltraums. Herr Fieberg, wie ist Ihre Meinung dazu? Also das ist ja, ich meine, auch wenn man jetzt sagt 80 Kilometer, nur 80 Kilometer, das ist ja trotzdem, oder 90 in dem Fall, schon mit Sicherheit ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Wie ist das vielleicht auch vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Erfahrung? Auf alle Fälle, also ob es jetzt 80, 90 oder 100 Kilometer sind, da gibt es objektiv keinen Unterschied, also man sieht da keinen Unterschied. Der Unterschied ist zu spüren, circa bei 15 bis 20 Kilometer, wenn man diese Höhe überschreitet, dann beginnt sich der Himmel dunkel zu färben und wird dann schwarz, also das Blau, das wir hier auf der Erde kennen, verschwindet dann und dann sieht man das Weltall und dann wird halt die Atmosphäre schon sehr, sehr dünn und da ist kaum ein Unterschied, ob es jetzt 90, 100 oder 110 Kilometer sind. Es ist aber ungefähr bei diesen 100 Kilometern die Atmosphäre schon so, dass wenn eine Kapsel zum Beispiel zurückkommt zur Erde, in etwa in dieser Höhe sich beginnt abzubremsen aufgrund der dichter werdenden Luft. Aber wirklich dichter ist die Atmosphäre so bis circa Höhe 15 Kilometer. Wir schauen natürlich immer mit einem Auge auch auf den Start, nicht, dass wir den verpassen, also 16.30 Uhr unserer Zeit sollte es losgehen, sind wir jetzt schon ein bisschen drüber, aber noch ist da nichts zu sehen, aber wir gehen natürlich dann rechtzeitig drauf, sobald es dann losgeht. Aber Herr Fieberg, weil Sie gerade am Erzählen waren, was war denn die höchste Höhe, die Sie bislang erreicht haben im Weltall? Kilometer genau weiß ich es nicht. Ich bin damals zu Mir geflogen und die Mir ist in etwa in der gleichen Höhe wie die internationale Raumstation, circa 400 Kilometer. Das schwankt immer ein bisschen, weil auch dort in dieser Höhe kein absolutes Vakuum ist und aufgrund der Größe der Raumstation mit den Sonnensegeln wird die ganz minimal abgebremst und fällt dadurch ganz langsam zur Erde zurück. Und so muss sie immer ein bisschen periodisch wieder hinaufgehoben werden, sozusagen in einen höheren Orbit. Und daher schwankt die Höhe von der Raumstation immer. Aber in etwa 400 Kilometer war ich damals oben. Bedauern Sie ein wenig, dass Sie sozusagen jetzt Ihre aktive Zeit als Astronaut jetzt schon vor einigen Jahren hatten? Also wenn man jetzt guckt, weil wir das ja auch gerade besprochen haben, die Dynamik, die jetzt in diese Branche nochmal reinkommt, ist natürlich auch nochmal eine spezielle. Wären Sie gerne jetzt noch dabei? Naja, natürlich ist man gern dabei. Wenn man einmal da oben war, da ist man infiziert. Das ist, ich glaube, jeder, der einmal oben war, ist gerne wieder oben und genießt das. Und wie die Claudia gesagt hat, das ist, glaube ich, gut, was jetzt passiert, weil hier die Möglichkeit geschaffen wird, dass mehr und mehr Leute ins Weltall kommen und sozusagen die Schönheit unserer Erde und den Ausblick auf die Erde genießen können und den Ausblick ins Weltall hinaus. Und schlussendlich hilft es uns allen hier, weil das Bewusstsein bei vielen Leuten viel mehr gestärkt wird. Wir nehmen unsere User nochmal mit rein. Holger Piel fragt, inwieweit können sich solche kommerziellen Weltraumflüge auf die Unabhängigkeit und Authentizität von Forschungsergebnissen aus der Weltraumforschung auswirken? Wie vorsichtig muss man denn diese Ergebnisse bewerten? Haben Sie da eine Meinung zu? Egal, einer von beiden. Ladies first. Gerne. Ja. Also natürlich gibt es da dann auch Firmen, die Forschung im Weltraum betreiben werden, aber das ist auch das Ziel der ganzen Sache. Auch die NASA hat ja schon vor einigen Jahren die Raumstation durchaus geöffnet für kommerzielle Forschung. Und da geht es ja um viele Bereiche, die natürlich uns als Menschheit auf dem Boden wieder weiterbringen. Vor allem auch in der medizinischen Forschung, in der biologischen Forschung, in der Medikamenten-Pharmazie-Forschung. Also da gibt es eine ganze breite Bandbreite, wo wirklich interessante Forschungsergebnisse gewonnen werden können. Und das muss man sich einfach vorstellen. Natürlich gehen Firmen hier auch auf der Erde in ein Labor, um dort Forschung zu betreiben und mieten sich einen Laborplatz. Und genauso wird es in der Zukunft einfach im All sehr viel mehr möglich sein.
Es gibt noch einige Fragen aus unserer Community zum Flug selbst. Was kann schiefgehen? Wie gefährlich ist das? Vielleicht da nochmal die Frage auch an den Astronauten selbst. Hätten Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie jetzt da dabei wären? Oder glauben Sie, na, das ist schon alles perfekt geplant und vorbereitet? Ja, also ich glaube schon, dass die Kollegen, die hier das Ganze geplant und vorbereitet haben, sehr gewissenhaft gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz ist das ein gefährliches Unternehmen, weil man eben im Weltall ist, und im Weltall ist Vakuum, das ist eine lebensfeindliche Umgebung. Es ist vielleicht nicht so wie mit einer Rakete, wo man also beschleunigt wird und dann schlussendlich mit 28.000 Kilometer pro Stunde die Erde umkreist. In diesem Fall steigt man eigentlich nur in die Luft und bei circa 90 oder 100 Kilometer ist dann die Geschwindigkeit null und man fällt wieder zurück. Aber man ist im Weltall, und wenn man dann zurückfällt, erreicht das Flugzeug auch wieder eine hohe Geschwindigkeit. Das muss abgebremst werden. Also sehr dynamische Vorgänge, und das ist durchaus gefährlich, kann durchaus was schiefgehen. Und daher ist die Sache sehr, sehr spannend. Vielleicht an der Stelle auch nochmal an euch die Aufforderung, uns zu schreiben, also durchaus so im Sinne einer Umfrage vielleicht. Also würdet ihr gerne mal ins All fliegen? Wenn ja, warum? Oder wenn nein, nicht? Ist es euch vielleicht zu gefährlich? Also es würde uns schon interessieren, wie ihr das so seht. Und generell natürlich, wie auch eure Meinung dazu ist, ob das jetzt eine Spielerei ist von Milliardären oder doch vielleicht eine wichtige Zukunftsvision, die man dann eben auch mit praktischen Schritten vorantreiben muss. Also ich höre jetzt schon jedenfalls bei unseren beiden Gästen raus, dass sie das Ganze durchaus eher positiv sehen, aber vielleicht doch auch nochmal nachgefragt an dieser Stelle. Gibt es da auch kritische Momente, die Sie beide da auch manchmal haben, dass Sie vielleicht denken, naja gut, also wenn es da jetzt auch diesen Wettlauf gibt zwischen den Superreichen, könnte da nicht auch vielleicht doch die Sicherheit, die Vorsicht ein bisschen auf der Strecke bleiben? Wie schätzen Sie das ein? Frau Kessler vielleicht nicht, zu Beginn. Weil ja wirklich, ja, danke. Es ist ja wirklich so, dass beide sehr, sehr lang auch getestet haben. Also gerade auch der Virgin Galactic Flug, der hat sich ja sehr lange verzögert. Das war ja schon für 2011, eigentlich für fast vor 10 Jahren, das erste Mal angekündigt, dass es jetzt dann bald losgehen wird und dass bald geflogen wird. Sie haben es ja vorhin gehört, eine Dame hat sich vor 17 Jahren schon ein Ticket gekauft. Also man hat wirklich sehr, sehr viel in die Sicherheit investiert. Und ich sage mal, mir ist es auf jeden Fall lieber, dass es einen Wettlauf zwischen Milliardären gibt, als dass es einen politischen Wettlauf, so wie im Kalten Krieg, zwischen politischen Systemen gibt. Also finde ich, da haben wir doch wirklich einen großen Schritt gemacht. Sehen Sie das auch so, Herr Fieböck? Ja, ich sehe das genauso. Ich meine, Konkurrenz ist immer gut und das bewirkt auch, dass die Dinge auch sicherer werden. Wer will schon mit einem Flugunternehmen fliegen, wo man weiß, das ist nicht sicher und man überlebt seinen Flug nicht? Vergleichen wir es vielleicht mit der Flugzeugindustrie oder mit den Airlines. Da ist auch Konkurrenz und die tut gut. Und jeder versucht hier sozusagen noch bessere, noch sicherere Flugzeuge zu produzieren. Und genauso wird es in diesem Bereich stattfinden. Richard Branson, das können wir an der Stelle auch sagen, das ist kein Geheimnis, ist nicht der erste gut betuchte Weltraumtourist. Da gab es schon Menschen vor ihm. Aber er ist dann doch der erste, der das Ganze mit dem eigenen Privatunternehmen durchzieht. Mehr zu diesem Thema nochmal von Christian Volk. Für Flüge ins All haben Branson und sein Unternehmen angeblich schon hunderte Reservierungen. Kosten pro Ticket $250.000. Der Weltraumtourismus nimmt Fahrt auf. Und das, obwohl es den ersten Weltraumtouristen schon vor 20 Jahren gab. Dennis Tito, ein US-Investmentbanker, legte damals $20 Millionen auf den Tisch für 7 Tage auf der Raumstation ISS. Nach ihm folgten noch 6 weitere Touristen, alle unterwegs mit russischen Soyuz-Raumschiffen. Branson und Bezos werden nun die ersten sein, die mit privaten und selbstentwickelten Raumschiffen unterwegs sind. Beide haben ihr Unternehmen Anfang der 2000er gegründet und forschen seitdem an der Technik. Bei Branson gab es mehrere Rückschläge. 2014 stürzte der damalige Prototyp eines Raumschiffes ab. Ein Pilot kam dabei ums Leben.
Tja, also da hat es schon einen Todesfall gegeben. Gut, das ist jetzt, muss man sagen, vielleicht nicht unbedingt repräsentativ. Das ist auch in anderen Branchen schon vorgekommen. Wir hatten gerade die Frage nach der Sicherheit schon gestellt und Sie hatten gesagt, Sie denken nicht, dass das jetzt gerade heute jetzt ein besonders gefährliches Manöver ist, beziehungsweise eine besonders gefährliche Operation, wenngleich man sagen muss, dass Aktionen in diesem Gebiet immer mit einem Risiko behaftet sind. Ich will gerade noch mal gucken, was wir an Zuschriften bekommen haben. Felix Dresser schreibt über Facebook, ich bin ganz froh, auf der Erde zu sein. Mich reizt es nicht, solch eine Reise zu machen, aber ich denke, das wird im Laufe der Jahre immer normaler. Herr Fieberg, was vielleicht noch mal an dieser Stelle ist der Reiz? Warum wollen so viele Leute offenbar, also jedenfalls die, die es können, so viel Geld dafür ausgeben, in den Weltraum zu fliegen? Was glauben Sie? Ja, weil das eine ganz besondere Reise ist, wo man besondere Erlebnisse hat und Eindrücke hat und für sich mitnimmt fürs ganze Leben. Erfahrungen, die unbezahlbar sind an und für sich. Und das beginnt bei der Schwerelosigkeit, das Gefühl der Schwerelosigkeit, dass die heute bei diesem Flug heute vielleicht nur wenige Minuten, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten in etwa haben werden. Wenn man zu einer Raumstation fliegt dann oder im Orbit ist, dann hat man dauernd die Schwerelosigkeit. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Dann ist natürlich der Ausblick auf die Erde ein ganz fantastischer und schlussendlich der Ausblick auch ins Weltall hinaus ist sehr ergreifend. Und das sind Momente, die will man wahrscheinlich erfahren und nicht missen. Frau Kessler, es gab die Stimmen auch, die gesagt haben, naja, wenn man das möglich machen würde, den Menschen einer größeren Zahl, dann würden sie, wenn sie den Blick von oben auf die Erde haben und auch sehen, was das letztlich auch für ein, naja, gebrechliches irgendwo auch Gebilde ist, dann würden sie vielleicht nochmal eine andere Wertschätzung für den Planeten haben und für das, was wir hier unten auf der Erde machen. Glauben Sie, das könnte so sein? Ja, ich bin überzeugt davon, und das weiß man ja auch von vielen Astronauten, die Bücher darüber geschrieben haben, dass das genau so ist, dass man dann einfach den Planeten als Gesamtheit wahrnimmt und nicht mehr auf sein eigenes Land oder seinen eigenen Kontinent schaut. Und natürlich gerade auch, wenn einem klar wird, wie dünn wirklich unsere Atmosphäre ist, ist natürlich das Thema Klimaschutz Frau was ganz anderes. Und auch Kessler, ich muss Sie leider kurz unterbrechen, denn das Flugzeug ist soeben abgehoben. Wir gucken mal rüber auf die Bilder, die wir sehen aus New Mexico. Und genau, vielleicht können wir da gerade noch mal weitermachen. Ich sehe jetzt einen Countdown. Gerade dachte ich, das Flugzeug wäre schon abgehoben, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, also dann machen wir doch an der Stelle nochmal weiter, Frau Kessler. Ich hatte Sie unterbrochen. Also Sie wollten nochmal schildern, Sie glauben schon auch, dass die Wertschätzung der Menschen, die Erde von oben sehen sozusagen, nochmal steigen könnte für unseren Planeten. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele Stimmen, die immer sagen, wir sollten als erstes möglichst viele Staatspräsidenten, möglichst viele Politiker ins All fliegen, gerade aus Ländern, die jetzt totalitärer regiert werden oder immer noch Kriege gegeneinander führen, um einfach mal festzustellen, wir haben nur einen Planeten und wir sind hier unten ja nur eine Menschheit und wir sollten eigentlich besser zusammenarbeiten, statt uns gegenseitig zu bekriegen. So, Frau Kessler, danke dafür. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Bilder, die wir gerade schon uns angeschaut haben. Aber jetzt heißt es tatsächlich 0-0. Jetzt müsste also demnächst das Bild des Staats zu sehen sein. Und da können wir dann gerne einfach nochmal zu dritt auch darüber sprechen, was wir da zu sehen bekommen. Und momentan weiß ich nicht, was das jetzt hier noch ist, ob das Werbung ist oder wie auch immer. Ich gucke immer noch mit einem Auge dahin. Noch sehe ich kein Flugzeug, das startet. Aber vielleicht weiß das der eine oder andere auch von Ihnen. Was ist das denn dann eigentlich für ein Flugzeug, das in der Lage ist, so ein Raumschiff dann eben nach oben zu transportieren? Ein normales Linienflugzeug ist das ja nicht. Wir haben es ja vorhin auch schon gesehen. Das muss ja schon irgendwie was Eigenes, Spezielles sein. Frau Kessler, wissen Sie da vielleicht Näheres zu? Ja, das Flugzeug, das Original hieß ja White Knight. Mhm. Das wurde ja, hat gewonnen den Google X-Prize, nein, nicht den Google X-Prize, den Ansari X-Prize, schon vor mehr als, ich glaube 2004 war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da war eben das Preisausschreiben so à la den Wright Brothers, den Lindbergh-Flug damals, der ja auch mit dem Preisausschreiben seinen Flug finanziert hat,
eben 1 Million zu gewinnen, um, wenn man beweist, dass man mit einem Flugzeug zweimal oder mit einem Reusable System zweimal ins All auf an die 100 Kilometer und zurückfliegen kann. Und das hat die Firma damals gewonnen und dann ist Richard Branson da direkt eingestiegen und hat gesagt, er gründet da jetzt die touristische Weltraumfluglinie Virgin Galactic draus. Und ich glaube, zu den Strahltriebwerken und so, da lasse ich jetzt den Herrn Fübeck noch was sagen. Ich habe das zwar auch noch nachgeguckt, aber ich habe es jetzt gerade nicht so präsent. Gerne, wenn Herr Fübeck sich da einbringen möchte. Vielleicht können wir nochmal die Frage wiederholen, ich habe das schlecht verstanden. Ach so, es ging um die Frage, was das denn eigentlich für ein Flugzeug sein muss, was in der Lage ist, eben so ein Raumschiff da auf 15 Kilometer hochzubringen. Ja, das ist natürlich, wie man sieht, kein alltägliches Flugzeug speziell entwickelt, wo einerseits sozusagen die Last hochgetragen werden kann und 15 Kilometer ist schon eine ziemliche Höhe, wo man nicht ohne weiteres raufkommt. Mit normalen Verkehrsfliegern kommt man auf vielleicht 11, ein bisschen mehr Kilometer rauf, aber nicht auf 15 Kilometer. Und dann sozusagen auch die spezielle Vorrichtung, dass in dieser Höhe dann sozusagen die Rakete oder das Raketenflugzeug, wie man das nennen will, sozusagen abgelassen wird und dort zünden dann die Triebwerke und dann geht es sozusagen hinauf ins Weltall. Ja, das ist ja auch ein ganz interessanter Zeitplan. Also ich habe mir das vorhin nochmal aufgeschrieben, um 16.30 Uhr hätte es losgehen sollen. Dann 50 Minuten später, um 17.20 Uhr, das Ausklinken in einer Höhe von eben 15 Kilometern. Und dann nur 15 Minuten danach wäre dann schon wieder sozusagen die Landung erfolgt oder wird sie dann erfolgen, hoffen wir doch, wenn dann alles gut geht. Also das ist ja schon enorm. Also man ist auf 15, bis man da oben angekommen ist, dauert es 50 Minuten, bis man dann die restlichen 75 etwa Kilometer zurückgelegt hat und dann auch den Weg wieder runter zur Erde, dann nur noch 15 Minuten. Ist ja irgendwie auch faszinierend. Ja, das ist deswegen, Entschuldige. Herr Fübeck zunächst und dann Frau Kessler vielleicht. Mach ruhig weiter. Das ist insofern zu erklären, dass der Flug auf die 15 Kilometer wie ein Flugzeug funktioniert. Also das steigt langsam an und gewinnt an Höhe, während dann nach dem Abtrennen des Trägerflugzeuges die Kapsel oder das kleine Flugzeug wie eine Rakete weiterfliegt. Das heißt, da zündet dann ein Raketentriebwerk und der Flug geht dann praktisch senkrecht hinauf ins Weltall. Also auf dem direkten Weg und das geht relativ schnell, weil hier natürlich auch eine entsprechende Beschleunigung stattfindet. Und dann genießt man 3, 4, 5, genau weiß ich es nicht, aber ungefähr in diesem Zeitraum Schwerelosigkeit und dann fällt man eigentlich wieder hinunter. Man kann es vielleicht veranschaulichen, wenn man mit einer Rakete, zum Beispiel einer Soyuz, ins Weltall startet, dann dauert der Flug bis zu dem Moment, wo man im Weltall die Erde umkreist, weniger als 9 Minuten und hat dann eine Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde. Das sind natürlich enorme Beschleunigungen dahinter, das ist keine Frage. Das ist heute nicht der Fall, aber trotzdem, wenn man auf dem direkten Weg fliegt, es ist ja nicht so weit von 15 Kilometer auf 95 oder wie hoch die maximale Höhe ist, das sind 80 Kilometer. Ja. Das geht schnell. Wir haben jetzt Bilder vom Start. Ich danke ganz kurz nochmal für diese Ausführung. Wir haben Bilder vom Start, die wir jetzt gerne Ihnen auch nochmal zeigen wollen und euch allen. Also das ist, da sieht man schon, also dieses Flugzeug sieht ja, das ist ja wie so ein Trimaran, ja, beim Segeln, so sieht das aus, also mit im Prinzip 3 Flugzeugen in einem und da hebt es dann auch ab und startet die Reise. Wie gesagt, 15 Kilometer, dann soll das Ausklinken erfolgen. Ich weiß jetzt nicht, welches Bildmaterial wir bekommen jetzt in den nächsten Minuten. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir da dann am Flug direkt auch ein bisschen dranbleiben können und auch ein bisschen beobachten können, was da passiert an Bord beziehungsweise eben auch in der Luft. Aber okay, wir müssen jetzt eben abwarten, was uns da die Veranstalter für Bildmaterial zur Verfügung stellen. Im Moment haben wir nur den Start jetzt mal ganz kurz gesehen. Wie ist denn jetzt so der weitere Ablauf? Oder bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ganz kurz, Frau Kessler, Sie wollten vorhin auch noch eine Ergänzung machen zu der Zeit, die mir etwas erstaunlich vorkam. Ja, nee, ich wollte das nur ein bisschen anschaulicher darstellen. Also Sie beschleunigen quasi mit dem Flugzeug am Anfang
Und dann haben Sie ja den Schub von dem Flugzeug und dann starten Sie die Rakete. Wenn Sie sich das vorstellen, wie wenn Sie einen Ball an der Schnur schleudern, das ist quasi die Zentrifugalkraft, die dann schon mal wirkt. Und dann lassen Sie den Ball los. Das Flugzeug würde also weiterfliegen, geradeaus, oder die abgestoßene Rakete würde geradeaus weiterfliegen. Und eben in dem Moment zünden Sie die Rakete und dann geht es steil nach oben bis auf Mach 3 oder Mach 3,5, bis die Rakete ausgebrannt ist. Das dauert ungefähr eine Minute. Und dann macht die wie so ein Ball bei der Wurfparabel einfach ja, die Rückkehr zur Erde, die sie einleitet. Und in der Zeit, in der diese Umkehrbewegung stattfindet, das sind die 3 bis 5 Minuten, in denen man dann schwerelos ist. Und dann fällt es quasi erstmal zur Erde zurück, dreht sich dann und irgendwann, dadurch, dass es Flügel hat, landet es dann eben wieder wie ein Flugzeug. Und wie muss man sich den Bremsvorgang dann vorstellen? Also das sind ja unheimliche Geschwindigkeiten. Wie wird das dann wieder rechtzeitig abgebremst, sodass es dann in einer für Menschen überlebbaren Geschwindigkeit dann auch auf der Erde landen kann? Wie funktioniert das? Ja, das ist auch noch für Sie. Die Atmosphäre. Pardon, ja, nochmal Ladies First. Genau, Ladies First. Okay. Sie haben heute den Joker. Das macht in erster Linie die Atmosphäre tatsächlich. Ja. Ja. Atmosphäre? Also wenn es dann in die Atmosphäre eingetreten ist, ja. Ja, Sie können das ruhig weiter ausführen. Wenn es dann in die Atmosphäre eingetreten ist, dann kommt einfach auch die Aerodynamik wieder zum Tragen. Und dann stellt man quasi, das war beim Shuttle ja ähnlich, das ja dann auch sehr aerodynamisch erstmal gelandet ist und sich quasi aufgestellt hat, um tatsächlich mit der Atmosphäre, mit dem Luftwiderstand zu bremsen. Da kann es natürlich heiß werden, also das ist eine sehr schwierige Flugphase auch, dass man da nicht zu heiß wird dabei und dann wirklich auch gleichzeitig ja, genug abbremst, um dann eben aerodynamisch wieder landen zu können. Ich habe jetzt nichts gefunden, dass da auch Bremstriebwerke drin sind oder Bremsraketen oder sowas noch drin sind. Aber das werden wir sicher dann hören, wenn es soweit ist. Herr Fiebock, ja, tut mir leid, Sie sind aber Kavalier alter Schule und lassen der Dame den Vortritt. Aber vielleicht haben Sie noch Anmerkungen zu dieser Frage. Also wie dann sozusagen der Bremsvorgang dann wieder läuft, wenn die Maschine dann zurückkommt, das Raumschiff. Genau, das ist so. Mhm. Es ist zum Space Shuttle ein ziemlich gewaltiger Unterschied. Wenn der Space Shuttle in die Atmosphäre eintritt, hat er eine Geschwindigkeit von 28.000 Kilometer pro Stunde, ist also sehr schnell und durch das Abbremsen durch die Atmosphäre entsteht diese hohe Temperatur an der Außenschicht und deswegen hat der Space Shuttle dann auch dieses Hitzeschild und diese Kacheln, die hier die Hitze aufnehmen. Das ist in dem Fall heute nicht so, weil im Prinzip der Flugkörper eine Geschwindigkeit von Null hat, wenn er ganz oben ist, wie die Frau Kessler beschrieben hat, wenn sozusagen die Parabel an der Spitze ist und dann fällt er hinunter langsam und wird also durch die Atmosphäre und durch die Flügel abgebremst. Das heißt, es ist wie ein Flugzeug, wird der Kreise ziehen und versucht so die Geschwindigkeit abzubremsen, im Prinzip wie ein Segelflugzeug und wird halt dann zum Flugplatz hinziehen und dass er gut landet. Also das, wie gesagt, erst in einem späteren Stadium des Fluges, also 50 Minuten, so war die Ansage jedenfalls, wird es dauern, bis diese Flughöhe von 15 Kilometern dann erreicht ist, wo das Ausklinken erfolgt. Was macht man denn auf dem Weg dahin, Herr Fieberg? Haben Sie eine Idee, was da jetzt wohl wahrscheinlich gerade in diesem Flugzeug passiert? Da sind also 6 Personen, die da beieinander sitzen. Wie muss man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Naja, die 2 Personen, die sozusagen momentan wichtig sind, sind die beiden Piloten, die haben entsprechende Verantwortung und Aufgaben zu erfüllen. Die machen sozusagen ihren Job. Die 4 Personen, die sind hier, ich sage einmal, Passagiere im Moment, wobei wahrscheinlich die 2 Piloten im Raumschiff selber momentan auch noch Passagiere sind, die halt Systeme pausenlos checken, aber noch nicht wirklich aktiv dabei sind. Weil ja noch das Flugzeug, die hängen ja noch am Flugzeug. Das heißt, die Piloten im Flugzeug selber, im Trägerflugzeug, sind die, die momentan aktiv sind. Sobald dann das Flugzeug oder der Raumkörper abgetrennt wird und die Triebwerke zünden, dann sind die beiden Piloten im Raumschiff gefragt, die dann sehr aktiv sind und ihre Rolle haben. Die anderen 4 sind einfach Passagiere, die aufgeregt sind und die gespannt zusehen, was da alles passiert.
Sobald man in eine Höhe von, ich sage einmal, 15 Kilometer kommt, also in etwa der Moment, wo sich die dann abtrennen, dann färbt sich schon die Atmosphäre von Blau ins Dunkle und geht ins Schwarze. Und das sind dann die Momente, die man dann als Passagier auch genießen kann, vor allem wenn es dann hinauf ins höhere Weltall geht. Dann ist dann der Ausblick ins All dunkel und man sieht mehr und mehr die Krümmung der Erde. Man sieht ein größeres Feld und das sind die Momente, glaube ich, da wird jeder der vier Passagiere das aufsaugen wie ein Schwamm. Ja, klingt schon nicht so schlecht, wenn ich es jetzt so von Ihnen höre. Dann muss ich auch sagen, ja, also könnte man sich vielleicht dann doch mal vorstellen, irgendwann dabei zu sein, wenn es denn dann irgendwie auch erschwinglich wäre. Könnte denn diese Rakete, also Rakete ist es ja nicht, aber dieses Flugzeug auch bis zur ISS fliegen? Nein, könnte sie nicht, oder? Oder auch das Raumschiff dann später nicht? Nein. Nein, kann es nicht. Vor allem da brauchen das Sie ganz andere Beschleunigungen. Ja, Herr Fieber. Braucht man ganz andere Beschleunigung, ganz andere Triebwerke, Treibstoff etc. Und vor allem dann bei der Rückkehr, das Raumschiff von heute, das hat kein Hitzeschild, weil die Geschwindigkeit beim Eintritt sehr gering ist. Wenn es von der Raumstation zurückkehrt, dann hat es eine sehr hohe Geschwindigkeit und da braucht man ein Hitzeschild, um diese hohe Geschwindigkeit, von dieser hohen Geschwindigkeit abzubremsen. Wir wollen uns nochmal anhören einen O-Ton von Herrn Branson, der sich geäußert hat zu dieser Konkurrenzsituation mit den anderen beiden Milliardären bei diesem Wettrennen ins Weltall. Mal hören, was er da heute nochmal zu sagen hatte. Ich weiß, dass mir niemand glauben wird, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht wichtig. Was wichtig ist, ist, dass wir beide sichere Raumschiffe bauen. Es wird ziemlich lange dauern, bis wir genug Raumschiffe haben, um den Preis zu senken, damit junge Leute ins All fliegen können. Aber das war bei den ersten Flugreisen in den 1920er Jahren genauso. War bei den ersten Flugreisen genauso. Also er sieht dieses ganze Wettkampfgedöns, sagt er jedenfalls nicht so. Aber andererseits, ich meine, es ist schon auffällig. Am 20. Juli wird Herr Bezos starten. Das war schon länger bekannt. Und jetzt ist er dann doch zuvor gekommen. Also ein bisschen Eitelkeit, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Oder Frau Kessler, wie schätzen Sie das ein? Ja, doch, das glaube ich schon auch, weil das wurde ja jetzt schon relativ kurzfristig dann verkündet. Natürlich hatten die eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit und wir haben auch echt schon sehr lange drauf gewartet. Ich habe auch jedes Jahr gesagt, naja, hoffentlich fliegen sie dieses Jahr endlich, damit es endlich losgeht mit den kommerziellen Flügen. Aber klar haben die alle ihre Eitelkeit und ihr Ego, das da auch ausgelebt wird. Aber das ist auch okay, das ist auch normal, das haben andere Forscher ganz genauso gehabt. Also wenn Sie sich die Jules Verne-Geschichten anschauen oder auch die Historie, ich meine, also Kolumbus und solche Leute, die hatten bestimmt auch ein ordentliches Ego und eine ordentliche Eitelkeit. Und da gab es ja immer wieder Wettrennen, sei es nun mit dem Ballon, was Branson ja auch schon gemacht hat, oder mit Flugzeugen oder in 80 Tagen um die Welt und so weiter. Natürlich kommt da das Ego und die Eitelkeit mit dazu. Aber es bringt trotzdem den Fortschritt danach. Ja, vielleicht muss es das auch irgendwo geben, denn er geht ja auch ein gewisses persönliches Risiko ein, muss man ja sagen. Herr Fieberg, Sie haben es vorhin noch mal bestätigt. Das ist nicht ganz ohne Gefahren, auch so ein Flug. Und insofern ist das vielleicht trotzdem dann die Kraft, die ihn antreibt, um zu sagen, okay, ich will der Erste sein. Und das ist aber dann auch die gleiche Motivation, die ihn dazu veranlasst, eben überhaupt so starkes Engagement zu zeigen. Oder wie würden Sie das sehen? Ja, also ich glaube, natürlich gibt es ein Konkurrenzdenken, aber ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt der Ehrgeiz so stark ist, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt 9 Tage vor dem Jeff Bezos sein. Natürlich will man halt irgendwo der Erste sein, wobei, ja, er ist halt der Erste, der da mitfliegt. Nicht? Es hat Testflüge gegeben und Elon Musk, seine Raketen sind schon viele Male ins Weltall geflogen. Bei Jeff Bezos hat es Testflüge gegeben. Und wie die Claudia gesagt hat, ein gewisser sportlicher Ehrgeiz gehört dazu. Und das sind die natürlich an vorderster Front. Ja. Gut, jetzt wollte ich gerade oder sollte ich noch eine Information bekommen? Ich frage gerade nochmal an die Regie, um was ging es?
Ah ja, okay. Also in 25 Minuten soll die Ausklingzeit sein und wir wollen uns gerade in einem Beitrag nochmal anschauen, was denn bislang sozusagen zu sehen war. Nochmal ein kleines. Ach, okay, wir gucken uns nochmal an. Ich höre gerade, wie der Flug funktioniert. Dazu nochmal ein paar Details. In den ersten Minuten wird der Raketenstart in New Mexico heute eher wie ein normaler Flugzeugstart aussehen. Hier Bilder von einem der Testflüge. Um Treibstoff zu sparen, bringt ein Trägerflugzeug das Raumschiff auf 15 Kilometer Höhe. Erst von dort startet das Raumschiff durch mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, also etwa 3700 Kilometer pro Stunde. Insgesamt erreicht das Raumschiff knapp 90 Kilometer Höhe. Von dort werden Branson und seine Crew etwa 5 Minuten schwerelos sein. Branson selbst hat sich ganz unbescheiden den Titel Astronaut 001 verliehen. Astronaut 001, Richard Branson. Neben dem Milliardär sind 2 Piloten und 3 Angestellte an Bord. Danach geht es wieder zurück in Richtung Erde. Durch die Flügel kann das Raumschiff wie ein Flugzeug gleiten und landen. Insgesamt soll der Flug etwa 1,5 bis 2 Stunden dauern. Ja, von diesem Flug haben wir leider jetzt noch nicht so viel gesehen, außer gerade die paar Bilder, die es gab vom Start. Wir hoffen dann aber demnächst noch einiges nachgereicht zu bekommen. Wir wollen auch gleich nochmal sprechen mit unserer Kollegin vor Ort in New Mexico, was sich da vielleicht Neues tut. Ansonsten haben wir zwei zum Glück fachkundige Menschen bei uns in der Sendung, die uns ein paar Details immer noch zu diesem Flug vielleicht erläutern können. Jetzt überlegen wir gerade mal, also in 20 Minuten rund soll diese Ausklingphase sein. Kann da irgendwie auch was schiefgehen? Ist das ein besonders nochmal neuralgischer Moment, auf den irgendwie dann die Crew doch irgendwie hinfiebern muss? Wie sehen Sie das, Herr Fieberg, vielleicht zunächst mal? Ja, natürlich. Das Ausklinken ist ein sehr heikler Moment, aus mehreren Gründen. Das eine ist einmal, das Lostraining muss gut funktionieren. Das heißt, die ganzen Mechanismen, die hier arbeiten, müssen funktionieren. Das ist einmal der eine kritische Moment. Der andere kritische Moment ist, dass zum gleichen Zeitpunkt das Raketentriebwerk zünden muss. Und es ist halt immer eine heikle Sache, ob das auch gut funktioniert und ob das rechtzeitig funktioniert. Und da spielen also schon sehr viele Dinge zusammen und wird ein spannender Moment werden. Jetzt sind ja auch Astronautinnen an Bord. Frau Kessler, vielleicht ist das für Sie auch nochmal ein interessanter Gesichtspunkt. Sie haben ein Shirt an mit der Aufschrift Astronautin. Das ist eine Initiative von Ihnen. Vielleicht können Sie dazu auch nochmal was sagen und generell auch zu dem Gefühl, was Sie haben, dass jetzt eben da auch Frauen mit an Bord sind. Ja, ich bin natürlich sehr froh drum, dass Frauen mit an Bord sind und ja bei der Crew auch 50% Frauen. Das ist einfach schon ganz wichtig, dass wir immer wieder zeigen, dass es normal ist, dass Frauen ins All fliegen. Und dann auch noch so international mit der Inderin Shirisha Bandla noch mit an Bord. Also das ist schon eine sehr tolle Crew. Und ja, mir liegt es natürlich besonders am Herzen, dass mehr Frauen ins All fliegen, weil ich die Initiative gestartet habe, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Es waren ja bisher 11 deutsche Männer im All, 11 deutsche Astronauten, aber keine deutsche Frau. Und das ist für Deutschland als Hochtechnologieland natürlich schon ein bisschen peinlich. Es war in Europa eine Italienerin, eine Französin, eine Engländerin im All. Nur in Deutschland, da fehlt es noch. Und um das zu ändern, habe ich eben 2016 schon die Initiative gestartet, endlich die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Wir haben in einer Privatmission 2 Astronautinnen ausgewählt aus über 400 ganz tollen, ganz fachlich begabten Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, Pilotinnen und Medizinerinnen und haben dann auch privat finanziert, also auch als kommerzielle Mission, das Training für die beiden Astronautinnen organisiert. Die haben das Basistraining inzwischen abgeschlossen, die haben Parabelflüge gemacht, auch um die Schwerelosigkeit auszuprobieren, um das Arbeiten und Leben in der Schwerelosigkeit zu üben. Die haben Tauchgänge gemacht, um auch unter Wasser, was ja sehr ähnlich ist, dann auch wie an der Schwerelosigkeit zum Beispiel eine Mondmission zu simulieren. Sie haben beide inzwischen den Flugschein absolviert und fliegen auch regelmäßig und haben eine ganze Menge technisches Training gemacht, zusammen mit Airbus, um die Systeme der Raumstation kennenzulernen und auch mit Professoren, die ihnen die ganze Raumfahrttechnologie nochmal nahegebracht hat. Die beiden Astronautinnen, Dr. Susanna Randall ist eine Astrophysikerin und Dr. Inse Ziele Eich ist eine Meteorologin von der Uni Köln.
warten jetzt eigentlich auf ihren Flug, trainieren natürlich weiter. Und wir hoffen weiterhin, das haben wir auch schon seit Jahren versucht, die deutsche Regierung davon zu überzeugen, dass sie nach 11 deutschen Männern auch die erste deutsche Frau mit Steuergeldern ins All fliegen wird. Aber einen konkreten Termin gibt es noch nicht, wenn ich Sie da richtig verstehe, Frau Kessler. Einen konkreten Termin für diese beiden noch nicht. Wir haben eine Reservierung. Mhm. Nee, es gibt keinen konkreten Termin, weil uns die Finanzierung dafür noch nicht sicher ist. Und wir müssen mindestens 10% anzahlen, um einen konkreten Termin zu reservieren. Wir waren mit den beiden in den USA, wir haben mit Elon Musk, mit SpaceX gesprochen, wir haben mit Axiom einen sehr engen Kontakt, die ja kommerzielle Raumfahrtmissionen mit SpaceX veranstalten und haben dort auch eine Reservierung, aber nicht für einen festen Flug. Das können wir erst zeichnen, wenn wir dann auch die Finanzierung haben. Aber auch da geht es natürlich darum, Wissenschaft zu betreiben und nicht nur, sage ich jetzt mal symbolisch, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig als Vorbild, als Rollenmodell. Mhm. Gut, das ist klar. Der Punkt ist rübergekommen. Wir wollen noch mal ganz kurz, Frau Kessler, danke schön, ganz kurz noch mal rübergehen nach New Mexico, weil wir jetzt im Moment die Möglichkeit haben, noch mal meine Kollegin Nina Hübergall zu sprechen. Nina, also bei dir alles in Ordnung? Wie ist die Stimmung vor Ort? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wir haben jetzt nur den Start gesehen, warten noch auf Bilder vom Flug. Hast du noch irgendwie Dinge gehört oder gesehen, die für uns interessant sein können? Ja, ich hoffe zunächst mal, dass ihr mich jetzt besser sehen und hören könnt. Man sieht jetzt hinter mir, glaube ich, ein paar JournalistInnen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so interessant wie die Start- und Landebahn, aber links von mir trotzdem noch die new-mexikanische Wüste. Ja, so viel Neues gibt es hier auch noch nicht. Also wir haben hier vorhin mal ganz kurz Bilder gesehen von dem Trägerflugzeug von außen. Da sind wohl mehrere Kameras drauf gerichtet. Es wird also immer wieder Live-Bilder geben, aber nicht durchgehend. Ansonsten war der Moment natürlich, wo das Trägerflugzeug abgehoben ist, spannend. Da hat kurz vorher tatsächlich komplette Stille geherrscht und dann Erleichterung, es wurde applaudiert. Also das war dann schon ein besonderer Moment. Kann ich mir vorstellen. Wie ist jetzt der weitere Ablauf bei euch geplant? Also die Landung war nach unserem Kenntnisstand für 17 Uhr, glaube ich, vorgesehen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Kannst du da vielleicht gerade noch mal sagen, wie jetzt so der Zeitplan in etwa sein wird? Aktuell weiß ich da tatsächlich nichts Neues. Also ich bin auch auf dem gleichen Stand wie du. Das 17 Uhr eurer Zeit, ich hoffe, das stimmt. 17.35 Uhr, genau. Ja. Aber genau, ja, also das ist auch mein Stand. Nee, da habe ich jetzt bislang noch nichts Neues gehört, aber ich sage euch Bescheid, sobald das der Fall ist. Wunderbar. Vielen Dank für diese Impressionen nochmal aus New Mexico. Und ich denke, wir sprechen dann nochmal kurz weiter mit unseren beiden Experten. Ich höre gerade, wir haben auch noch einen O-Ton von Herrn Branson und den wollen wir uns zunächst nochmal anhören. Seit 17 Jahren haben wir 800 Ingenieure im Einsatz. Sie sind nun bereit. Und wir als Besatzung sind es auch. Wir sind nicht weit weg davon, Menschen mit unserem Programm ins All zu befördern. Mein Traum ist es, dass junge Menschen, die den Flug sehen, die gleiche Begeisterung erleben wie ich bei der Mondlandung vor vielen Jahren. As when I watched the moon landing all those years ago. Nina, wir machen doch noch mal kurz weiter. Ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum sieht man so wenig von dem Flug? Und kannst du uns da vielleicht was zu sagen? Ich glaube, das liegt daran, dass eben Kameras von außen darauf gerichtet sind und die halt immer wieder Bilder hierher überspielen und dann diese Bilder in den Livestream, den ihr, glaube ich, ja auch sehen könnt, reingeschnitten werden. Das ist Stand jetzt wohl die einzige Möglichkeit. Ansonsten ist auch für die Leute hier vor Ort Warten gerade angesagt. Also die schauen hier alle auf den Bildschirm und warten darauf, dass es was Neues gibt, dass der Moment, wo das Space Shuttle mit Richard Branson und seiner Crew losgelassen wird, dass der kommt.
Ja, auf den Moment warten wir alle. Vielen Dank nochmal, Nina, für diese Eindrücke. Und wie gesagt, da kann man nicht viel machen, außer eben darauf zu hoffen, dass dann bald Bilder gezeigt werden. Denn darum geht es ja nun letztlich. Man will sehen, wie sich das Ganze dann auch vor Ort und in echt dann entwickelt. Dankeschön für den Moment. Und wir sprechen nochmal mit unseren beiden Experten, mit Claudia Kessler, Expertin für Luft- und Raumfahrttechnik, und mit Franz Fieböck, Astronaut aus Österreich. Ja, also wir warten, wie gesagt, immer noch auf Bilder vom Flug. Wir gucken mal auf die Uhr. Also so ganz allmählich müsste sich der Zeitpunkt dann nähern, wo ausgekoppelt wird und wo es dann tatsächlich mit Mach 3 weitergeht. Mach 3, was ist das für ein Gefühl, wenn man das so im Flugzeug erlebt oder in einer Rakete? Oder wie Herr Fieböck, wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Wird man da in den Sitz gepresst? Kann man kaum noch atmen? Wie ist das? Naja, man fühlt im Flugzeug oder in der Rakete, die Geschwindigkeit fühlt man nicht, man fühlt nur die Beschleunigung. Das heißt, wenn man beschleunigt wird, die sogenannten Gs, wenn die ansteigen, das spürt man. Wenn das Flugzeug, das Passagierflugzeug in 10, 11 Kilometer Höhe mit 1000 Kilometer pro Stunde fliegt, spürt man gar nichts. Man merkt nur, wenn es gebremst wird oder beschleunigt wird. Und genauso ist es in diesem Fall. Da ist sicher eine Beschleunigung dahinter. Ich kenne die genauen technischen Daten nicht, wie stark die Beschleunigung ist, dass man auf diese Mach 3 kommt. Aber da ist schon einiges notwendig und da wird man sicher in die Liege oder in den Sitz hineingedrückt. Das ist gar keine Frage. Die Frage wird auch an uns gestellt, wie lange wurden die Personen ausgebildet? Also Herr Branson zum Beispiel, mussten die auch ein spezielles Training unterlaufen oder ist das sozusagen, wenn man da jetzt nur als Passagier dabei ist, halb so wild und da muss man halt, weiß ich nicht, körperlich ein bisschen fit sein, aber ansonsten halt im Prinzip eigentlich nur gesund und dann irgendwie machen, was von einem erwartet wird. Wie ist das? Wie schätzen Sie das ein? Nur mal die Frage an den Astronauten. Ja, also Voraussetzung nehme ich einmal an, dass die gecheckt haben, dass die Leute auch wirklich gesund und fit sind. Das ist einmal ein No-Brainer. Auch drinnen sitzen und nichts tun, die müssen schon gewisse Dinge sozusagen auch üben und trainieren. Es gibt Notfallszenarien, wo die also wissen müssen, was müssen die in so einer Notfallsituation tun. Aber das hat es dann auch schon. Also so gesehen sind die Passagiere mit einer spezielleren Ausbildung für Notfälle. Jetzt sehe ich gerade auf einem Auge hier nochmal Bilder aus dem Flugzeug offenbar. Mit einem Countdown auch bis zum Ausklinken, wenn ich das richtig sehe. Wären es dann noch ungefähr 14 Minuten. Da sehen wir das gerade nochmal. Aber das war es dann auch schon wieder. Also wir müssen sagen, es ist jetzt vom Bildangebot her bislang nicht allzu dolle. Da hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft. Aber wir versuchen, die Zeit sinnvoll zu füllen. Sprechen wir vielleicht gerade noch mal weiter auch mit Frau Kessler. Wenn Sie jetzt so dieses Unternehmen sehen und Sie sehen auch, okay, es gibt nicht so wahnsinnig viele Bilder, ist es so, dass, wie Sie sich das vorgestellt haben, oder was glauben Sie, woran es vielleicht hapern könnte, dass jetzt doch, sagen wir mal, die Übertragung vielleicht etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt? Ja, also ich habe eigentlich schon auch erwartet, dass wir permanent von der Kamera im Flugzeug auch sehen, was da so gemacht wird, was da so läuft. Also mich wundert das jetzt schon ein bisschen, vor allem auch bei dem Medienhype, der im Vorfeld ja betrieben wurde, dass jetzt doch so sparsam mit den Bildern ist. Also ich hoffe einfach, dass alles gut geht und dass alles nach Plan läuft und dass auch alle fit und gesund sind. Ich habe gelesen, dass ungefähr 3 Tage trainiert wurde vorher. Ich denke, man sollte auf jeden Fall, wenn man selber fliegen will, auch ein paar Tage schon mal Parabelflüge gemacht haben, die Schwerelosigkeit ausprobiert haben. Denn es wäre schon sehr schade, wenn einem in den 5 Minuten, die man dann schwerelos ist, wirklich sehr, sehr übel ist und man dann gar nichts hat von dem Blick und von der Schwerelosigkeit. Also man sollte auch trainieren, glaube ich, so ein bisschen über die eigenen Grenzen hinauszugehen, Dinge zu tun, die ungewohnt sind, um auch wirklich fit und wach zu sein, aufmerksam zu sein, wenn man dann diese faszinierenden Bilder erlebt. Ja, das ist ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, die Schwerelosigkeit, also die löst auch Übelkeit aus. Oder was ist es, was für Unwohlsein sorgen könnte? Wie fühlt sich das dann an? Vielleicht auch nochmal gerade die Frage an den Astronauten an der Stelle. Sie haben es vielleicht selber auch schon erlebt. Also ist das etwas, was womit die meisten Menschen im All dann zu kämpfen haben?
Ich habe mal so eine Zahl von ca. 40% gehört, also es ist eher weniger als die Hälfte, aber es kommt vor, dass es hier zu einer Übelkeit kommt, ganz einfach, weil das Vestibularsystem, das Gleichgewichtsorgan, gestört ist, weil man kein Gefühl mehr hat für oben und unten. Man schwebt ja die ganze Zeit und das kann Übelkeit hervorrufen. Und es wird spannend, wie es den Leuten hier geht. Die Claudia hat schon recht. Also wenn man das vorher einige Male mitmacht in einem Parabelflug, dann kann man Schwerelosigkeit für einige Sekunden bis zu einer halben Minute genießen. Wobei das schon auch sehr anstrengend ist, weil das immer rauf und runter geht und für den Magen eine spezielle Belastung zusätzlich noch ist. Vielleicht an Frau Kessler nochmal die Frage. Wir haben es jetzt hier mit zwei Amerikanern zu tun, aber immerhin auch ein Brite. Wie ist generell, jetzt sehe ich hier gerade nochmal Bilder, die uns offenbar zugespielt werden. 1,7 Mach, etwas weniger. Sind das jetzt Bilder live aus der Kapsel? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind nochmal andere Bilder. Naja gut, okay. Also Frau Kessler, vielleicht nochmal die Frage an Sie. Gibt es denn auch Bestrebungen, so was Privatleute angeht, in Europa? Also Herr Branson ist Brite, aber gibt es da auch die Idee, dass man auch vielleicht in Europa den privaten Motor, was Raumfahrt angeht, ein bisschen stärker ankurbeln könnte? Ja, also wir haben ja in Europa bisher keine eigenen Raketenstarts. Die einzige europäische Rakete ist ja die Ariane, die in Kourou startet, also in Französisch-Guyana in Südamerika. Aber wir haben hier in Europa einfach ja, zu dichte Besiedelung und nicht wirklich die großen, weiten Flächen, wo man gefahrlose Raketen oder so Raketenflugzeuge starten könnte. Insofern gibt es hier dann wirklich nur, also es gibt so ein paar kleinere Bestrebungen in Schottland im Augenblick, um dort auch Raketenstartplätze zu bauen. Aber ich glaube, das ist für kleinere Raketen und nicht unbedingt für Astronauten gedacht. Es ist dann schon so, gut, Virgin ist eine englische Firma, also ist eigentlich ein europäisches Unternehmen, aber gestartet werden wird wohl immer in den USA oder eben in Russland, in Kasachstan. Einfach, weil da die Infrastruktur am besten ist? Parabelflüge gibt es noch. Ja, weil da die großen, weiten Flächen sind. Entweder sie starten aufs Meer hinaus in Florida oder in Kalifornien. Und sie wollen natürlich auch immer möglichst nahe am Äquator sein mit so einem Startplatz, um möglichst viel Schwung von der Erddrehung mitzunehmen beim Raketenstart. Denn alles, was sie dann von der Erddrehung schon als Schwung mitnehmen können, brauchen sie weniger als Treibstoff. Das heißt, je weiter weg vom Äquator sie sind, umso mehr Treibstoff brauchen sie auch beim Start. Ja, das ist ja auch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man eben Treibstoff spart. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch einer der Gründe, warum der Start jetzt erst in 15 Kilometer Höhe erfolgt, um Treibstoff auch zu sparen. Ist das richtig? Habe ich das mir richtig gemerkt? Herr Fieböck. Ja, das ist so natürlich, weil man mit einem Flugzeug wesentlich günstiger in die Höhen kommt, wo ein Flugzeug hinaufkommt. Aber ein Flugzeug, diese 15 Kilometer, viel höher geht schon immer mit einem Flieger, also ein Düsenjet schafft dann vielleicht ein paar Kilometer mehr, aber damit hat es sich dann, weil ganz einfach die Triebwerke Sauerstoff benötigen und der ist halt dann ab einer gewissen Höhe sehr, sehr gering und daher verlieren die Triebwerke dann stark an Leistung und kommen nicht mehr höher hinauf. Verstehe. Frau Kessler, vielleicht reden wir gerade noch mal über den dritten der Männer, der sozusagen heute eher ja noch nicht so zur Sprache gekommen ist. Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX bringt er schon seit etwa einem Jahr NASA-Astronauten dann auch zur ISS. Und er hat längerfristige Ziele. Er will auch den Mond tatsächlich ins Programm dann mit aufnehmen, will 2023 Touristen um den Mond herum fliegen. Also ist das etwas, was Sie für utopisch halten oder glauben Sie, ja, das ist schon realistisch? Also es ist schon noch eine große Herausforderung. Es ist schon noch sehr challenging, das 2023 zu machen. Die NASA plant ja 2024 wieder auf dem Mond zu landen, dann auch endlich mit der ersten Frau. Aber Elon Musk hat tatsächlich diesen Mondrundflug verkauft an den japanischen Milliardär, wo mir jetzt der Name nicht einfällt, aber vielleicht weiß der Franz den gleich, der dann auch schon über Instagram und TikTok Mitfliegerinnen rekrutiert hat, wo man sich also bewerben konnte und Videos einschicken und begründen, warum man unbedingt gerne mit ihm um den Mond fliegen möchte. Und also Elon setzt sich ja immer sehr herausfordernde Ziele, aber er hat sie ja oft auch erreicht. Wäre mir beim Zeitplan jetzt nicht ganz so sicher. In der Raumfahrt ist es durchaus so, dass es dann mal schnell ein Jahr Verzögerung gibt, weil die Sicherheit natürlich immer am wichtigsten ist.
Und das Starship 2 ist ja jetzt noch nicht so oft erfolgreich gestartet. Da gab es ja doch eine Menge Fehlstarts, bis der erste Start dann wirklich geglückt ist. Und da werden sicher noch eine Menge Starts nötig sein, bevor man dann Menschen auf diese Rakete draufsetzen wird. Ja, Herr Fieberger, da würde mich jetzt Ihre Meinung auch nochmal zu interessieren. Die Reise um den Mond, verlockend und auch realistisch aus Ihrer Sicht? Natürlich verlockend, gar keine Frage. Realistisch auch. Allerdings bin ich auch da bei der Claudia. 2023 halte ich auch für zu früh. Soll es 2, 3, 4 Jahre später sein, es ist trotzdem auch dann toll und tolle Sache, ja. Was hier geleistet wird. Da sehen wir gerade nochmal Live-Bilder des Flugzeugs und wir gucken auf die Höhe, 46.000 Fuß. Ja, also grob gerechnet vielleicht 12, 13 Kilometer. Also hat noch ein bisschen Strecke vor sich, aber ist immer eben auch noch im Steigen begriffen. Und man sieht auch die Erde noch relativ deutlich da unten. Also das ist jetzt noch ein Anblick, wie man ihn auch ungefähr aus dem Flugzeug noch kennt, bis es dann halt auf 15 Kilometer dann losgeht mit dem Ausklinken und dann eben mit dreifacher Schallgeschwindigkeit, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, mit Mach 3 dann hoch auf 90 bzw. 95 Kilometer. So, wir wollen noch mal gucken, was unsere Kollegin Nina Niebergall-Mensch vor Ort macht. Wir gucken noch mal nach New Mexico. Da sehen wir noch Herrn Branson, ja, mit, weiß nicht, ob er Kopfhörer auf hat. Bleiben wir noch einen Moment auf dem Bild, was wir gerade angeboten bekommen. Genau, also Sonnenbrille sitzt, die Kopfhörer auch. Und gucken uns vielleicht gerade einfach nochmal die Bilder an. And I imagine, you know, this also provides passengers with an additional level of comfort, knowing they have crew members with them throughout the duration of the flight. There they are again, just moments away at this point. Ja, also das ist offenbar hier die Onboard-Kamera. Da sehen wir nochmal die 4 Personen, die sich im Inneren befinden und warten, dass es dann gleich losgeht mit dem Ausklinken. Und da nochmal das Flugzeug. Genau, so. Und das können wir uns gerne noch mal ein bisschen angucken. Ich weiß nicht, ob die Experten mich gerade auch noch hören. Ansonsten könnte man da vielleicht auch noch mal das ein oder andere zu sagen, was dieses Flugzeug angeht. At this point, the pilots are ensuring the spaceship is in its launch configuration. After going through the various L-10 checks, just confirming all settings are back in their place and go. Ich frage jetzt einfach nochmal, genau, Frau Kessler, wenn Sie die Bilder jetzt so betrachten, fällt Ihnen da irgendetwas ins Auge, irgendetwas, das Sie besonders faszinierend finden oder worüber Sie sich wundern? Ja, ist natürlich erstmal super schick alles, das ist klar. Das ist ein ganz modernes Raumschiff, ganz modernes Flugraumschiff. Nicht zu vergleichen, wird der Franz sicher gleich bestätigen, mit der Soyuz-Kapsel, wo man also sehr, sehr eng aufeinander sitzt. Und natürlich muss auch genug Platz sein, weil man will ja in der Schwerelosigkeit auch rumschweben und es auch wirklich genießen, diese 5 Minuten lang. Das heißt, deswegen ist es natürlich auch, und das macht es auch den Unterschied aus, auch zu der Kapsel zu der Crew Dragon von SpaceX, die ja dann dadurch, dass das, oder auch von Bezos, ist ja dann doch wieder sehr viel enger und sehr viel mehr angelehnt an Apollo oder an die Soyuz-Kapsel. Mhm. Während man sich hier wirklich dann, wenn Schwerelosigkeit herrscht, und ich hoffe, dass wir dann auch Bilder sehen werden, ja wirklich sehr bequem und sehr weit auch bewegen kann, ohne, um trotzdem natürlich ständig aus dem Fenster zu gucken, weil ich glaube, das ist so die Entscheidung, die man treffen muss. Mache ich jetzt Purzelbäume oder gucke ich weiter aus dem Fenster und genieße den Blick? Ja, Herr Fieberg, für was würden Sie sich entscheiden? Purzelbäume oder aus dem Fenster gucken? Ja, beides. Ich meine, man versucht dann jede Sekunde optimal zu nützen und alles gleichzeitig zu machen. Es wird spannend werden, weil es ist dann schon eine Herausforderung. Die müssen sich ja losschnallen, damit sie wegkommen von ihren Sitzen, wenn sie sozusagen Purzelbäume schlagen wollen in der Schwerelosigkeit. Und sie brauchen dann aber schon ein gewisses Training, um wieder rechtzeitig am Sitz zu sein, hinzuschweben, sich gut zu positionieren und festzuschnallen. Das ist etwas, das haben die sicher hoffentlich vorher geübt, weil wenn man hier zu langsam ist und den Moment versäumt, wo man angeschnallt sein muss, bevor dann die Bremsung erfolgt, dann wird man irgendwo in dieser Kapsel herumgeschleudert und hat dann Schwierigkeiten, seinen eigenen Sitz wieder einzunehmen. Oh, das klingt aber in der Tat nicht ganz ungefährlich. Wie übt man denn sowas, diese Schwerelosigkeit? Ja.
Das übt man, wie die Claudia vorher erzählt hat, mit sogenannten Parabelflügen. Die kann man buchen. Da gibt es in Europa und in Amerika verschiedene Unternehmen, die das anbieten. Da fliegt das Flugzeug entlang so einer Parabel, wie es die Claudia beschrieben hat. Wie wenn man einen Ball wirft, entlang der gleichen Kurve fliegt das Flugzeug. Und in dieser Zeit, wo sich das Flugzeug genau auf dieser Bahn befindet, ist man schwerelos. Das kann bis zu einer halben Minute dauern. Und da kann man halt Purzelbäume schlagen, verschiedenste Sachen machen. Nur muss man schauen, dass man rechtzeitig wieder sozusagen angeschnallt ist. Und wenn man den Moment versäumt, das Flugzeug kommt dann in eine ziemliche Bremsung und da wird man sehr stark am Boden oder wo auch immer hingedrückt und da kann man sich schon ganz schön wehtun. Das kann ich mir vorstellen. Herr Fieberg, wie gefällt Ihnen das Flugzeug? Sie haben es jetzt ja auch ein bisschen gesehen. Es ist schon relativ, ne, hat ein ganz charmantes Design. Das ist schon toll, natürlich viel Platz drinnen im Vergleich zu einer Soyuz-Kapsel, wo man in einer Embryo-Position angeschnallt ist, wo es keinen Raum gibt. Dann ist das natürlich Luxus pur, erste Klasse. Und man sieht ja auch, die Passagiere sitzen so wie im Flugzeug, schauen beim Fenster raus, bis auf den Richard Branson, der irgendwo anders hinsieht. Also das ist schon eine tolle Sache, gar keine Frage. Ich frage mich, wo er hinsieht und was er denkt. Aber er wirkt schon ein bisschen angespannt. Oh, jetzt ist die Losdrehung. Genau, das Ausklinken. Und jetzt sehen wir hier den Antrieb. Vielleicht können da die Techniker auch noch ein bisschen was sagen. Frau Kessler, was sehen wir da jetzt? Ja, also jetzt wird dann gleich, jetzt ist die Rakete gezündet. Sehen Sie, die brennt jetzt nur eine Minute. Das ist ein Butadien-Oligomer, habe ich mir sagen lassen. Also, woraus man auch Kautschuk oder so herstellen kann, wo dann Lachgas dann durchgepresst wird. Und wie gesagt, brennt jetzt ungefähr eine Minute und dann beginnt schon die Schwerelose. Also, dann hat man natürlich die Geschwindigkeit noch und dann beginnt aber schon so langsam wieder der Fall zurück zur Erde. Also dann kommt wirklich der spannende Zeitpunkt mit der Schwerelosigkeit. Und das heißt also jetzt im Moment, aber wir sehen auch die kmh eingeblendet, beziehungsweise die Miles per Hour, ja, bei genau, über das 2000 muss jetzt sind wir schon. Bis auf Mach, ja, es muss jetzt mal hochgehen auf Mach 3 oder sogar Mach 3,5, habe ich gesehen. Also wir haben jetzt Mach 2,8, 2,9. Ja. Jetzt geht es allerdings wieder etwas ich runter. Ich denke, es geht noch auf 3,5 hoch. 3,1, 3,0, ja. Dann haben wir jetzt wohl die maximale Geschwindigkeit erreicht. Jetzt wird es schon wieder langsamer. Das heißt, die Rakete ist ausgebrannt. Und jetzt müsste die Schwerelosigkeit einsetzen. Ist das korrekt? Noch nicht ganz. Ja. Jetzt haben wir ja immer noch diese hohe Geschwindigkeit. Ach so. Aber ja, die Schwerelosigkeit ist schon da. Wir haben ja keinen Luftwiderstand. Herr Fieberg, ja? Sobald die Rakete sozusagen ausgebrannt ist, ab dem Moment ist man schwerelos. Ja. Es geht jetzt noch ein bisschen hinauf. Das heißt, das Flugobjekt gewinnt noch an Höhe, bis sozusagen die Spitze der Parabel erreicht ist. Und dann sozusagen geht es wieder hinunter. Dann ist irgendwann einmal Geschwindigkeit null. Ja. Momentan steigt es noch an. Genau. Ja, die Geschwindigkeit geht runter, wenn ich es richtig sehe. Die Höhe geht allerdings noch hoch. Ja, genau, jetzt nimmt die Geschwindigkeit ab. Genau. Und da oben ist die Luft schon sehr, sehr dünn, praktisch Vakuum, daher auch kein Luftwiderstand und deswegen Schwerelosigkeit. Geht die Gewicht noch an Höhe. Ja. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt nochmal die Onboard-Kamera sehen könnten, um sozusagen auch dann mitzubekommen, was die Leute an Bord jetzt machen, ob sie sich für rausschauen oder eben dann doch für die Purzelbäume entscheiden. Wir hoffen, dass wir da noch gleich Bilder zugeliefert bekommen. Noch ist das nicht der Fall, noch sehen wir das Raumschiff von außen. Ich gucke immer noch, die Höhe ist jetzt aber auch schon wieder am Zurückgehen. Das heißt, man hat offenbar jetzt schon den Scheitelpunkt erreicht und überschritten und ist wieder auf dem Weg nach unten. Ist schon wieder am Weg runter. Genau. Dafür steigt die Geschwindigkeit jetzt wieder an. Und sobald die Aerodynamik zu wirken beginnt und das Flugzeug sich wie ein Flugzeug verhält, dann wird wieder abgebremst und dann ist die Schwerelosigkeit vorbei. Also das sind diese 3, 4, ich weiß nicht, 5 Minuten vielleicht, die man da innen genießen kann. Wie lange haben Sie, Herr Fieberg, die Schwerelosigkeit erlebt? Also wie viele Minuten oder gar Stunden? Oder waren das Tage? Sie waren ja auf der Mir. Bei mir waren es Tage, also 8 Tage.
Ei, okay, 8 Tage. Und wie ist das also auf die Dauer? Was merkt man da für Unterschiede am Körper? Oder wie gewöhnt man sich überhaupt an diesen Zustand? Oder ist das immer merkwürdig? Na, also ich habe mich da sehr schnell gewöhnt und mir ist da gut gegangen und also von dieser Weltraumkrankheit habe ich Gott sei Dank nichts gespürt. Ich habe gespürt, dass durch die Schwerelosigkeit kommt es zu einer Verschiebung von Körperflüssigkeit in die obere Körperregion, Aha. speziell in den Kopf. Und da habe ich die ersten Tage, 3, 4 Tage lang Kopfschmerzen gehabt. Ja. Das hat dann nachgelassen und das war dann ein super Gefühl. Und das war also auch kein Problem, nach den 8 Tagen dann wieder auf die Erde zu kommen? Oder mussten Sie dann auch nochmal eine spezielle Anpassungszeit irgendwie durchmachen? Ja, macht man mit, weil man schon ein bisschen beeinträchtigt ist. Das wirkt natürlich, 8 Tage ist bereits Schwerelosigkeit. Die Muskelatrophie ist da sehr stark und man braucht da schon einige Tage, bis man wieder sozusagen normal ist. Jetzt vielleicht noch, genau, also wir sehen nach wie vor die Bilder des Raumschiffs, leider immer noch nur von außen, nicht von innen. Wir wollten noch die Purzelbäume sehen, aber sei es drum. Ich höre gerade, das Bild Ja, war ganz schlecht von kurz innen. hatten wir mal was Ja, gesehen. ganz kurz, genau, aber es war eben leider von der Übertragung her nicht so gut, aber vielleicht kommt ja gleich noch mal was. Wir warten noch. Oliver Krügel schreibt über Facebook, was passiert eigentlich bei der Landung? Könnte die Rakete auf jedem Flugplatz der Welt landen? Also Rakete ist es ja nicht in dem Sinne. Wie ist das, Frau Kessler? Ja, das ist Ja, ist ja ein Flugzeug. Also dadurch, dass es wahrscheinlich noch relativ schnell ist, ich weiß nicht, welche Landegeschwindigkeit das hat, braucht es halt eine sehr lange Landebahn. Aber ansonsten könnte es wahrscheinlich theoretisch auf vielen langen Landebahnen Ja. der Welt auch starten und landen. Das ist ja auch durchaus das Ziel des Ganzen. Ja, sollte nach Möglichkeit wieder auf der gleichen Bahn, glaube ich, landen, wo sie auch gestartet ist in New Mexico. Aber ich denke, das wird auch alles richtig berechnet worden sein. Nicht, dass sie am Ende irgendwo in Paris rauskommen oder sonst wo. Nein, aber ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das wird schon passen. Jetzt sehen wir hier weiter Live-Bilder. Das könnte die Tragfläche gewesen sein oder der Rumpf. Ich kann es nicht genau erkennen. Was sehen wir denn da jetzt? Das ist einfach im Prinzip, glüht das oder täuscht der Eindruck? Na, das glüht nicht, der Eindruck täuscht. Das ist jetzt wie ein normales Flugzeug. Der Pilot ist da jetzt schon mehr oder weniger im Landeanflug. So hoch ist er nicht mehr. Ja. Was haben wir da jetzt? Glaube ich, 35.000 Fuß. Ja. Das ist jetzt normale Flughöhe von einem Flugzeug und Ah, die bereitet jetzt. sich langsam. Jetzt sehen wir die Kabine von innen, aber jetzt sind schon wieder Alarmen geschnallt. Vielleicht haben sie sich auch gar nicht abgeschnallt in der Zwischenzeit, das weiß ich nicht, aber jetzt gerade jedenfalls saßen sie alle da mit angelegtem Gurt. Okay, aber man ist offenbar guter Dinge Doch, das und sah freut schon sich. so aus Ja. in den. Ja, okay, also alles gut gegangen und man freut sich über die Tatsache, dass da nichts passiert ist. Was ja auch verständlich ist. Ich denke, ein bisschen Anspannung wird schon dabei gewesen sein. Also auch wenn man das alles gut vorbereitet und gut geplant hat, Herr Fieberg, Sie hatten es gesagt, so ganz ausschließen, dass da irgendwas passiert, kann man ja nie. Und insofern, klar, wird die Erleichterung jetzt auch da sein bei den Beteiligten. Schöne Bilder jedenfalls aus der Höhe. Was haben wir gerade? Altitude 32.000 Fuß. Also so um die 10 Kilometer etwa rum. So, und jetzt gucken wir gerade noch mal auf den Zeitplan. Also 17:20 war ursprünglich mal geplant. Nee, 17:20 war das Ausklinken. Das kam ja etwa hin und 17:35 soll die Landung sein. Also ein paar Minuten. Ja, etwa 7 Minuten höre ich gerade. Soll also die Landung sich vollziehen. So, und da haben wir nochmal Bilder vom Weltraumbahnhof in New Mexico. Auch da wird gewunken und die Leute sind happy. Gut, jetzt bricht gerade das Bild ab. So, dann fragen wir vielleicht gerade nochmal einfach in die Runde. Ja, bei Herrn Fieberg vielleicht nochmal nach. Also Sie haben jetzt auch die, ja, da sind jetzt wieder Bilder vom Raumschiff, aber Sie haben es jetzt ja im Prinzip auch gesehen. Also würden Sie sagen, alles gut gelaufen? Es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass da jetzt irgendwie was schlecht geklappt oder irgendwie nicht gut funktioniert haben könnte, oder?
Ja, also bis jetzt das sieht alles toll aus und ich vermute, dass auch am Schluss nichts mehr passieren wird. Hier sieht man Richard Branson. Tolle Leistung von ihm, das Einzige. Ach, er hört auch, ich versuche gerade mal zuzuhören, was er zu erzählen hat. Also, Glückwünsche an alle, die beteiligt waren. Und es war eine Erfahrung, die er in seinem ganzen Leben nicht mehr vergessen wird. Ja, also voller Euphorie kann man sich vorstellen. Also dankt allen und ist happy und hat eine einzigartige Erfahrung machen dürfen. Ja, es ist sicher toll, was er gemacht hat. Ich würde sagen, in Bezug auf Marketing können sich die bei Red Bull wahrscheinlich einiges noch abschauen. Ja, das müssen Sie als Österreicher natürlich sagen. Muss ich sagen, was mich ein bisschen stört halt beim Richard Branson, ist eine tolle Sache, was er gemacht hat, aber dass er sich Astronaut Ja. 0, der Astronaut 001 war Juri Gagarin, der einen Flug um die Welt gemacht hat, Ja. 1961, der erste, der sozusagen ähnlich wie er geflogen ist, einen sogenannten Ballist. Herr Fieber, Also jetzt da verstehen ist wir ein Sie bisschen leider vielleicht auch nur jetzt. abgehackt, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Also der 001, diese Bezeichnung ist eigentlich Juri Gagarin vorbehalten, haben Sie gesagt. Ein bisschen anmaßend Genau. eventuell, ne, dass Ja. Herr Branson sich da Genau. jetzt auch so genannt hat. Ja, da gibt es natürlich schon auch Empfindlichkeiten in der Branche und da sollte man vielleicht auch etwas mehr drauf achten. Das mag wohl so sein. Richard Branson natürlich eine schillernde Figur, der ja auch als Abenteurer schon für einige Schlagzeilen gesorgt hat, der den Ärmelkanal mit dem Kitesurfen, mit einem ja, Kite-Drachen sozusagen überquert hat, der mit dem Heißluftballon mehrfach versucht hat, die Erde zu umrunden, es fast geschafft hätte. Also der hat schon viele interessante Sachen auf die Beine gestellt, neben seinen ganzen unternehmerischen Tätigkeiten natürlich. Ja, da wird schon telefoniert. Gut, Ja, er sagt nochmal, wann er nein, zu Hause ich ist wollte am Boden, wahrscheinlich. glaube Ja, bestellt schon den Kaffee. Wir wissen es nicht genau. Aber jedenfalls, es scheint eine gute Stimmung zu sein an Bord eben dieses Flugzeugs. So, und da sind nochmal die Bilder über der Wüste von New Mexico. Jawohl, also hat Ihnen beiden das Lust. Werden Sie sich bemühen um Tickets, Frau Kessler? Wollen Sie auch dabei sein, wenn es Ich dann habe demnächst schon, wieder in den. Ja. ich habe schon vor 2 Jahren eine Option gekauft. Da gab es mal die Möglichkeit für 1000 Euro, sich auf jeden Fall mal eine Option auf ein Ticket zu sichern. Und das habe ich tatsächlich dann sofort gemacht. Ja. Also ich habe da schon, ich warte natürlich noch, bis die Preise runtergehen. Also die 250.000 werde ich mir, glaube ich, nicht leisten können. Da müsste ich schon noch sehr reich werden. Aber wie gesagt, also wenn es auf unter 50.000 geht, dann ist das durchaus eine Überlegung, die vielleicht noch machbar ist. Ja, und diese 1000 Euro, für was Und war dann würde ich es auf das? jeden Fall machen. Wo könnten Sie da mitfahren? Das war quasi eine Option. Es gibt ja so viele Menschen. Er hat ja, wie gesagt, schon 600 Tickets verkauft und er hat dann einfach nochmal, ich weiß gar nicht wie viel, das war zum Börsengang, ich glaube 200 oder eher 2000 Optionen verkauft. Ja. Zu der Zeit, Aber als er schon auch bei mit Herrn Virgin Branson. Galactic an die Börse gegangen ist. Ja, bei Herrn Ach so, Branson, okay, genau. verstehe, alles klar. Ja, also das liegt da auch auf einer Bank, wird auch verzinst von ihm und so, also ist alles gut. Ja. Und ich kann es jederzeit zurückholen, wenn ich es brauche, oder ich kann es dann irgendwann als Anzahlung für ein Ticket nutzen. Ja, so, und jetzt sehen wir also den Landungsvorgang, der demnächst beginnt oder beziehungsweise schon begonnen hat. Vielleicht da auch nochmal die Frage an unser Fachpersonal, was ist da jetzt noch irgendwie zu beachten? Ist das etwas, was auch nochmal eine kritische Phase ist? Man sagt ja so in der Passagierfliegerei, dass Start und Landung immer ein bisschen heikel sind. Wie muss man da jetzt als Pilot vorgehen? Naja, natürlich, vor allem nehme ich an, dass dieser Flugkörper genauso wie der Space Shuttle keinen Treibstoff mehr hat und keinen Antrieb. Das heißt, der Pilot muss hier die Landebahn beim ersten Mal treffen. Da gibt es keinen zweiten Versuch. Da kann man nicht mehr durchstarten. Bin aber überzeugt, das sind sehr gut trainierte Piloten und die schaffen das. Vor allem die Wetterverhältnisse sind sehr gut, also da sollte absolut nichts schiefgehen. Aber auch ein interessanter Punkt, ne? Stimmt, ja, kein Treibstoff, kein Durchstarten möglich. Also man hat im Prinzip nur einen Versuch. Da ist dann schon,
höchste Konzentration erforderlich. Jetzt sehen wir, da ist auch noch ein anderes Flugzeug mit dabei, vielleicht auch um die Aufnahmen zu machen. Kleineres Flugzeug offensichtlich. So, aber das scheint mir hier so eine Art Segelflug zu sein, ne, Herr Fieberg? So ähnlich hatten Sie es auch beschrieben vorhin. Ja, genau, so ist es. Das ist ein Segelflug und ich glaube, jetzt hat er bald dann den Touchdown. Also viel fehlt nicht mehr. Ja. Jetzt richtet er sich aus und peilt die Landebahn an. Genau. Sehr vergleichbar mit einer Space Shuttle-Landung. Frau Kessler, fällt Ihnen noch was auf, wenn Sie das Flugzeug so heranschweben sehen? Nee. Ja, es ist natürlich immer noch super elegant, also ja, ganz klar. So, und jetzt, also macht, jetzt also es ist einfach sehen wir gleich schön. Den Touchdown, denke ich. So, das sieht relativ weich und gut kontrolliert aus. Da sollte doch eigentlich jetzt nichts schief gehen. Es wird schon applaudiert an Bord der Kabine. Also da unterscheiden Sie sich auch nicht vom Flug nach Mallorca. Da wird auch immer geklatscht, wenn er dann gut gelandet ist, habe ich mir sagen lassen. Ja gut, der Trip ging jetzt ein bisschen weiter ins All zumindest hinaus als der normale Passagierflug. Aber da sehen wir nochmal die Maschine von hinten bei der Landung. Das schaut gut aus. Ja, also Herr Branson kann sich jetzt auch ans Revers heften, dass er der Erste ist, der mit seinem eigenen privaten Unternehmen ins Weltall geflogen ist, wenn es auch nur für eine gute Stunde war, beziehungsweise dann die Zeit oben natürlich noch wesentlich kürzer war. Aber das ist mit Sicherheit etwas, das hat er ja auch gerade schon in seinem ersten Statement gesagt, was ihn sein Leben lang begleiten wird und worauf er sehr stolz sein dürfte, dass ihm das eben gelungen ist als Unternehmer und auch als Abenteurer, der er ja nun mal auch ist. Da steht der Vogel, also wieder in der Wüste von New Mexico. Es wird geklatscht, höre ich auch nochmal über die Mikrofone. Unten auch im Weltraumbahnhof dürfte die Stimmung entsprechend sein. So. Ich höre gerade, dass unsere Kollegin gerade nicht für uns erreichbar ist vor Ort. Ah, okay, doch. Das Bild ist nicht da, aber wir hören sie. Nina. Nina Niebergall, du hörst uns. Wie ist die Stimmung vor Ort? Alle euphorisch? Ich höre euch, ja. Ja, die Stimmung ist tatsächlich euphorisch. Also es wurde mehrmals applaudiert bei den diversen wichtigen Momenten, die ihr gerade in aller Ausführlichkeit auch besprochen habt. Und vor allem jetzt auch, als alle nochmal sicher hier am Boden angekommen sind, ist natürlich Jubel ausgebrochen. Und was total beeindruckend war, muss ich sagen, was die Leute hier auch sehr beeindruckt hat, dass man natürlich sowohl den Flieger am Anfang, aber dann vor allem auch das Raumschiff am Himmel gesehen hat. Als es auf einer gewissen Höhe war, hat man es natürlich nicht mehr gesehen, aber bis dahin konnte man es hier durchstarten sehen und man konnte es auch wieder landen sehen. Das war sicherlich für alle Beteiligten ein sehr... Wunderbar. Nina, danke schön. Wir haben dich gut verstanden. Das Bild ist leider ein bisschen eingefroren, aber danke nochmal für deine Eindrücke von vor Ort. Nina Niebergall war das aus der Wüste von New Mexico für uns. Und dann kommen wir nochmal zurück zu unseren beiden Experten. Vielleicht für ein letztes Fazit, Frau Kessler und Herr Fieberg. Wie hat Ihnen insgesamt diese Tour gefallen? Glauben Sie, das ist sozusagen etwas, was jetzt Schule machen wird? Wird es von diesen Aktionen mehr geben in Zukunft? Ladies ja, ganz first. Bestimmt wird es jetzt mehr geben. Also ich, danke. Ganz bestimmt wird es jetzt mehr davon geben. Ich glaube, nächstes Jahr soll es dann auch wirklich losgehen. Die werden jetzt noch mal ein bisschen testen und dann wirklich die kommerziellen Flüge, die Touristen werden ab nächstes Jahr dann fliegen, die ja alle schon lang ein Ticket haben und lang auf ihren Flug warten. Und was ich vielleicht zum Schluss noch mal sagen möchte, was Richard Branson ja auch betont hat, ist, dass er hofft, dass viele Kinder sich auch, und ich hoffe natürlich Mädchen und Jungs, dafür inspirieren lassen, das zu sehen und auch selbst dann in die Technik zu gehen, in der Technik zu arbeiten. Man muss ja nicht unbedingt Astronaut werden, aber einfach sich mehr für den Weltraum, für die Technik begeistern, engagieren und da auch technologisch dann natürlich nochmal eine sehr neugierige und innovative Generation heranwachsen wird. Ja. Das ist ein gutes Fazit. Herr Fieberg, was denken Sie? Na, ich bin einmal froh, dass das gut gegangen ist heute. Das ist einmal, ich glaube, eine tolle Leistung, die das ganze Team da gezeigt hat. Der Richard Branson ist zu bewundern, in seinem Alter so etwas zu machen, ist auch beispielhaft. Zeigt, dass man durchaus im hohen Alter auch noch viel machen kann. Und das Ganze wird Schule machen. Also die haben sicherlich viel gelernt heute wieder bei dem Flug. Bei jedem weiteren Flug lernen die dazu. Es wird sicherer.
Und so gesehen werden solche Flüge bald von einer viel größeren Anzahl von Menschen benutzt werden. Ja, und dann hoffentlich eben auch zu Preisen, die dann eben auch erschwinglich sind. Aber das wird noch eine Weile dauern. Richard Branson sagt ja immer, als die Luftfahrt überhaupt begonnen hat, also auch die Fliegerei, war das am Anfang auch alles sehr teuer und wurde dann mit der Zeit günstiger. Könnte also durchaus sein, dass das dann auch, was das Weltraumfahren bzw. Fliegen dorthin dann angeht, genauso sein wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Expertise von Ihnen beiden und dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben, um diesen Flug zu kommentieren von Richard Branson ins Weltall. Dankeschön. Schön auch an euch nochmal für eure Fragen und Kommentare. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben ja dann doch einige, doch finde ich, sehr spannende und interessante Bilder noch zeigen können. Also, Dankeschön an alle Beteiligten und euch einen schönen restlichen Sonntag. Bis demnächst. Ciao, ciao.